Listen, dieses blaues Feuer, es leuchtet blau. Und ich kann deinen Text nicht skippen. Hässliche Fraske, Fratze. Okay, ich glaube, da geht es wirklich um eine Maske. Dann gehen wir wieder raus. So, da sind wir zurück zum König und gehen jetzt mal weiter zu Jabu Jabu. Und dann in die Eishöhle. Sonst haben wir da eh nichts mehr zu tun, ne? Boah, ich brauche noch so viele Herzteile. Ich brauche noch 16 Herzteile. Wo sollen die sein? So, wir sind in der Eishöhle und wir haben nicht alles Skulltulas. Okay, mal suchen. Nö, 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 nö. Gibt es eigentlich unsichtbare Skulltulas? Das wäre richtig gemein, aber ich habe bisher noch keine gesehen, glaube ich. Also nicht gesehen, weil ich sie unsichtbar sehe, sondern weil Auge der Wahrheit und so. Ach, komm schon. Fledermaus, was tust du? Jo, ist klar. Okay. So, jetzt mal die Lage checken. Nope, hier sehe ich nichts. Blaues Feuer, es leuchtet blau. Und ich kann deinen Text nicht skippen. Okay, hier ist absolut nichts. Nichts. Vorsichtshalber werde ich das Auge aber noch benutzen. Wenn die Map nicht so aussieht, man weiß ja nie. Ah! Okay. Dann gehen wir den großen Raum zurück. Muss hier irgendwo noch eine Skulptur sein? Das gibt's doch nicht. So, meine letzte Hoffnung ist irgendwie dieser Tunnel. Bitte, 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 Skulltula. Ich probier's nochmal in dem Hauptraum. Anders kann ich's mir nicht erklären. Ah, ne. Nicht dort. Also diesen nicht Hauptraum, aber der Raum, wo man das erste Mal blaues Feuer kriegt. Ich höre sie. Herzen, aua. Skulltulore, wo bist du? Wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken, da ich sehe dich. Mua. Stirb. Du hast dich gut gewehrt. Mua. Okay, nice. Skulltulore. Gibt es noch? Es kann nicht noch. Ja, es ist. Wir haben alle. Okay. Ich wollte gerade sagen, es kann nicht noch eine geben, immerhin. Wie lange war ich jetzt in diesem Dungeon? 5 Milliarden Minuten? Ja. Okay. Dann geht's jetzt als nächstes.
So, dann geht jetzt als nächstes zum Brunnen. Let's go. Wenn ich gerade hier bin, ich möchte kurz einmal jetzt das mit der Kiste oben ausprobieren. Ja. Räusper, räusper. Was, wieso sehe ich dich nicht? Falsche Taste. Gott. Yes! Okay, es geht doch. So, was tue ich jetzt hier? Nice. So, und jetzt gehen wir noch schnell in die Gruft, weil in der Gruft... Wie blöd ist das eigentlich versteckt hier? Aber okay. In der Gruft hieß es nämlich, wir sollen später nochmal wiederkommen. Ich weiß ja nicht, wie viel später es noch gehen soll, aber... Wir haben alles andere erledigt. Dann wird er jetzt ja wohl was kriegen, was haben für uns. Ich laufe den Durchgang jetzt aber nicht wieder mit euch. Ich skippe das wieder. Hey, Junge. Bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. So, jetzt haben wir was für mich. Die Zeit beträgt 1:06. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Es bringt mir nichts. Ich meine, ich hätte es jetzt ja nicht nochmal versucht, aber es hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll daran denken, dass ich später nochmal hierher ging. Aber der bringt mir ja nur eine Rubine. Was soll denn das? Ich werde das Ganze nochmal machen, aber ich versuche schneller zu sein. Ich versuche die Zeit unter einer Minute zu schaffen. Vielleicht bringt das ja was. Das wäre meine einzige Lösung, weil es so knapp über eine Minute immer ist. Ja, Mann! Yes, 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 yes! So, komm, das muss ja wohl reichen. Das muss ja wohl schnell genug sein. Die Zeit beträgt 0:58. Du bist ja wieder da, Junge. Hat mir mein Geschenk etwas gesagt? Ich wollte gerade losschreien und sagen, was? Und yes! Ernsthaft? Ich habe das sicher jetzt zusammengeschnitten. Ich habe hier jetzt gerade diesen Run 10-mal gemacht oder so. Und immer bin ich in Feuer reingerannt. Die ganzen Sachen, die ihr nicht gesehen habt, bin ich immer irgendwo in Feuer reingerannt. Ich war schon kurz vorm Explodieren. Ach. Und habt ihr das gesehen am Schluss? Ich habe die Fackel nämlich anvisiert, weil ich dachte, hey, das muss doch gehen. Dabei war gar kein roter Punkt da. Und es hat trotzdem geklappt. Das hat mich jetzt komplett irritiert, darum war ich auch noch kurz still, weil ich dachte mir so, das kann ja wohl nicht sein. Wie viele Sachen habe ich denn noch verpasst? Welche Situationen, wo ich vielleicht auch... Ah jo, ich muss ja Kind sein. Wie viele Situationen habe ich denn wohl noch verpasst, wo ich hätte schießen können, aber es nicht getan habe, weil ich keinen roten Punkt gesehen habe. Naja, wie auch immer, ich mache einen kurzen Skip, komm hierher zurück als Kind und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind am Grund des Brunnens und ich habe alles gut gelassen. Nice.
dann geht's weiter. So, unsere nächste Station, und zwar der gute alte Jabu Jabu. Und da gehen wir mal rein. Ich war jetzt gerade mal überlegen, oh mein Gott, der hat den Mund zu, brauche ich wieder einen Fisch oder was? Aber es sieht gut aus, ich will nämlich einmal kurz auf die Karte schauen, ob wir hier alles Skulltullas haben. Und wir haben alles Skulltullas, okay. Das war jetzt das letzte Dungeon, was ich noch kontrollieren wollte. Die Dungeons, die uns jetzt noch definitiv fehlen, also die Dungeons mit einer eigenen Karte, sind der Feuertempel. Da haben wir ein oder zwei Skulltullas, die uns noch fehlen. Also keine Ahnung wie viele, aber es fehlt das Skulltuller-Symbol noch. Und dann Dodongos Höhle. Die beiden, da habe ich es nicht gefunden, obwohl ich beide durchgegangen bin. Und ja, so langsam gehen mir auch die Ideen dann aus, wo ich noch hingehen könnte. Ich habe jetzt auch die Kommentare schon durchgelesen von Folge 1 bis 30. Und ja, ich werde das so weitermachen. Ich werde jetzt die ganzen Folgen noch abklappern, was ihr so als Kommentare für Tipps geschrieben habt. Und ja, schauen wir mal, was ich noch so finde. Mir fällt gerade ein, und zwar, ich muss auch noch rausfinden, was es mit dieser Bogenschießplattform, diese Bogenschießscheibe zu tun hat, die Zielscheibe im... In den vergessenen Wäldern, da ist noch so eine Zielscheibe. Hey Caesar, ich bin Piron, die Vogelscheuche. Du hast bestimmt schon von meinem tollen Gedächtnis gehört. Wenn du ein neues Lied weißt, raus damit. Dies ist das Lied, das du beim letzten Mal geflötet hast. Räusper, räusper. Los dann. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier spielen soll. Naja, dieses Lied kann ich mich gar nicht erinnern, Süßer. Warum, weiß ich auch nicht. Muss ich dasselbe jetzt nochmal spielen? Was habe ich da getan? Okay, ich probiere mal dasselbe nochmal nachzuspielen. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann ihn gerade nicht sprechen. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken, also für heute lasse ich es gut sein, Süßer. Okay, vielleicht muss ich als Erwachsener zurückkommen. Was ist mit dir? Den habe ich komplett kaputt gemacht, ne? Das Lied von damals werde ich nie vergessen. Okay. Nein. Hör auf. Eine wunderschöne Melodie.